Der erste Europacup-Auftritt des HSV nach 3 Jahren begann zunächst mit einem empfindlichen Dämpfer. Gegen Dnipropetrovsk aus der Ukraine lagen die Hamburger nach 10 Minuten mit 0:1 zurück. Torschütze Oleg Welinski, der nacheinander Uifaluschi und Torhüter Piekenhagen schlecht aussehen ließ. Der Rückstand verdient, die erste Halbzeit enttäuschend. Besserung erst nach der Pause. Nach diesem Handspiel von Michalenko gab Strafstoß in der 49. Minute. Kapitän Nico-Jan Hogmar das 1:1. Der Startschuss zu einer wesentlich stärkeren zweiten Hälfte des HSV. Die Belohnung 10 Minuten vor Schluss. Romeos Siegtor das 2:1, der Endstand, der dem HSV alle Chancen für das Rückspiel in 3 Wochen lässt.